Noch Fragen? Ich, Herr Feldwebel. Was ist denn noch unklar, Nummer 7? Die Vorschrift lautet, dass keiner zum Absprung gezwungen werden darf. Was ist, wenn man den Sprung verweigert? Diese Blamage werden Sie mir doch nicht antun wollen, Nummer 7. Nur eine theoretische Frage, Herr Feldwebel. Theoretisch können Sie zweimal den Sprung verweigern. Dann scheiden Sie aus diesem Haufen aus. Aber ich glaube doch nicht, dass sich so ein Hosenscheißer unter meinen Männern befindet. Oder? Nein, Herr Feldwebel. Ihr braucht keinen Schiss zu haben. Der Einzige, der hier Grund zur Angst hat, bin ich. Ihr werdet morgen gefälligst am Leben bleiben. Und bei allen weiteren Absprüngen auch. Wir lassen euch nicht unter großen Kosten dafür ausbilden, dass ihr den Arsch zukneift. Nachher geht's ja erst richtig los. In der Praxis. Dafür werdet ihr gebraucht. Verstanden? Jawohl, Herr Feldwebel. Dann mal Feierabend.